Block 7, bitte öffnen! Los, vorwärts, Schiff! Du bist ein echter Held, was? Identifiziere Gefangenen 117. Schiff Helix. Glaubst du, du kannst mich brechen, Bulle? Ich war schon an finsteren Orten im Universum, wo dir vor Angst die Schrauben zittern würden. Die ewigen Gruben von Sordum, die eiserne Warte in Novalis, da... Sei gegrüßt, Frischling. Ich bin... Captain Quark. Ich glaube es nicht. Du bist er. Ich habe davon geträumt, von dir verhaftet zu werden. Ach, hau doch ab. Ich meinte dich, Seth. Ja, Captain. Also, Frischling, ich nehme an, du weißt über meine vielen Abenteuer Bescheid. Selbstverständlich. Du bist der berühmteste Superheld der Galaxie. Jetzt ist er nicht mehr berühmt. Worte verletzen, Solitary Bill. Ich bin ein großer Fan. Ich kaufe mir sogar das neue Ratchet & Clank Holo-Spiel. Das was? Du weißt schon, das Abenteuerspiel mit dir und diesem Lombax. Oh, du meinst wohl den Holo-Film. Ja, der ist ganz gut, wenn man auf Animationen steht. Nein, ich meine das Spiel. Es basiert auf dem Holo-Film. Schau, hier ist die Bestätigungsmail. Es wird per MacExpress geliefert. Sie machen ein Spiel basierend auf einem Holo-Film über mein Leben? Und das ohne mich überhaupt zu fragen? Das ist meine Schuld. Ich bin zu lange weit weg von meinen Fans gewesen an diesem verlassenen Ort. Und jetzt hört wohl nie jemand meine Seite. Ich möchte deine Seite hören, Captain. Möchtest du? Na dann setz dich hin, achtsamer Verbrecher, und lausche der Geschichte. Alles begann mit einem glücklosen Lombax namens Ratchet. Wo willst du denn hin? Hey, Grim, du bist hier. Ich dachte, du bist auf dem Bazar wegen der Gravispulen. Mhm. Tja, ich bin hier. Ich bin immer hier. Dass du dich verkrümeln willst, hat nicht zufällig mit den Prüfungen der galaktischen Schutztruppen zu tun? Ich brauche nur eine Stunde. Komm schon, Grim. Hey, wir reden hier über die galaktischen Schutztruppen. Captain Quark wird da sein. Du gehst erst nach der Reparatur von Mr. Mikrons Schiff. Und jetzt ran an die Boltkurbel. Sieh dir das an. Avionik hinüber, Prozessor hinüber. Sogar die verflixten Gravispulen sind hin. Oh, okay. Mal sehen, ob die neuen Versa-Birnen funktionieren. Sieh nach oben. Siehst du da etwas blinken? Ja, die linke Seite sieht gut aus. Es ist ein Wunder. Jetzt zum Nachbrennerlicht. Das Nachbrennerlicht unten links funktioniert. Vielleicht ist das Ding ja doch weltraumtauglich. Jetzt schau noch mal rechts. Der Nachbrenner unten rechts geht. Also, kann ich los? Ja, du kannst los. In den Nachrichten haben sie gesagt, die Prüfungen finden auf dem Festplatz statt. Zeig's ihnen, Jungchen. So stürzte sich Ratchet ins Abenteuer, in der Hoffnung, ein Mitglied der Schutztruppen zu werden. Katastrophe, doch führende Besserwisser haben ihre Zweifel. Damit haben wir in den letzten 3 Monaten 4 Planeten verloren. Ist hier etwa eine dunkle Macht am Werk? Der allseits verehrte Captain Quark hat eine handgeschriebene Erklärung abgegeben, in der... Moment, ist das Buntstift? Donny, kannst du was davon lesen? Sieht aus wie ein Haufen Gekritzel und eine Art Ente. Egal. Ich bin mir sicher, dass ich nicht...
Ratchet machte den Gegnern mit seinem treuen Omni-Schlüssel den Gar aus. Um seine Gegner zu besiegen, setzte Ratchet eine bewährte Kämpfertradition ein. Das Springen. Ratchet sah tödlicher Gefahr ins Auge. Betrat er die Schwelle des Todes, musste er Nanotech zur Heilung finden. Ich habe das Zeug mal nach einem Bankkauf benutzt. Es hat glatt 3 von 5 Schussverletzungen geheilt. Hat offensichtlich keinen Respekt vor öffentlichem Eigentum. Sieh nur, wie er die Kisten auseinander nimmt. Anmaßen. Vielleicht wollte er nur Bolts für neue Waffen ansparen, mit denen er die Galaxie beschützen kann. Hey, wer erzählt hier die Geschichte? Nachdem seine Gegner erledigt waren, zog Ratchet weiter. Sein Ziel? Das Schicksal. Solana Galaxie ist ein gefährlicher Ort, was die große Menge an Munition beweist, die überall in Kisten herumliegt. Viele von euch haben nach Tipps gefragt. Nach weisem Rat, wenn man so wenig von euren bescheidenen galaktischen Beschützer. Immer wenn mein Leben in Gefahr ist, folge ich einem einfachen Grundsatz. Nicht aufgehen. Wenn ich mich daran orientiere, vergesse ich nicht so leicht, mich zu ducken. Einen Protonenstoß auf mich zukommen sehe, zur Seite zu treten. Wie auch immer, ich lasse mich nicht von dem Stoß erwischen, weil, genau, weil ich versuche, und für noch mehr Pep haben wir diese Attrappen mit Gadgetron-Flammenwerfern versehen, mit dem Okay unserer Rechtsabteilung. Sehr gut, Rekrut. Vielleicht bist du bald Mitglied der Schutztruppen. Begib dich zur finalen Herausforderung. Komm schon, Ratchet, du kannst das. Zeit für die finale Herausforderung. Überlebe einen gnadenlosen Gegneransturm. Dann bist du vielleicht bald Mitglied der Schutztruppen. Oder vielleicht Praktikant. Eine weniger.
eine weniger. Wow, die Kröten sind ja ganz schön sauer. Beeindruckend. Gehört er wohl bald zu den galaktischen Schutztruppen von Solana? Ausgezeichnet, Kadett. Komm nach der Show zu mir. Das war gar nicht schlecht. Die Blechbüchse wusste, seine beste Überlebenschance war das Lüftungssystem der Anlage. Könnte er bloß zum Luftschacht rennen, würde er es vielleicht lebend daraus schaffen. Ich weiß, dass du die Blechbüchse findest, Victor. Du hast mich noch nie enttäuscht. Kraftlose Blechbüchse wusste, dass er zum Überleben eine Bombe auf alles werfen musste, was ihm im Weg stand. Die junge Blechbüchse entdeckte vor sich einen Federbot und wusste, dass er nun mit diesem praktischen Gerät die gefährlichste aller Kräfte besiegen konnte, die Schwerkraft. Die hoffnungslose Blechbüchse musste einen Federbot werfen, aber wohin und wie? Da bist du ja. Oh je. Hör auf, wegzurennen, du nutzloser Blechhaufen. Komm zurück und wir regeln das. Von Kampfbot zu Kampfbot. Oh nein, Wasser! Ich entdeckte die Blechbüchse einen Energiebot. Dieses Gerät kann Maschinen mit Energie versorgen. Aber wohin sollte er ihn werfen? Du hast es wirklich drauf, dass alles dramatisch klingt, Mann. Danke, Schiff. Ich bin wirklich gut im Erzählen von Geschichten. Was gibt es für ein Problem, Victor? Er wird mir nicht entkommen, Vorsitzender. Ich habe ihn da, wo ich ihn haben will. Komm! Nicht wieder dieser Hund. Komm wieder her, du elende Blechbüchse! Lauf mal schneller als das!
Glaubst du, du kannst mir entkommen? Nicht wieder dieser Rohling. Komm wieder her, du elende Blechbüchse! Lauf mal schneller als das! Ich werde dich zerlegen! Zahnrad für Zahnrad! Wasser! Schossen 1 Million Gedanken durch den Kopf, konnte er diesen winzigen Kampfbot reparieren. Würde er der Schlüssel zu dem Abenteuer sein, nachdem er sich so gesehnt hatte? Hatte er den Motorprototypen in der Werkstatt vergessen? Die Antwort auf all diese Fragen war ja! In Ordnung, festhalten! Ich bringe uns wieder zur Werkstatt. Große Kluften waren ein Kinderspiel für Ratchet. Zum Überqueren benötigte er nur seinen tollen Schwunghaken und etwas Wagemut. Zum Glück für unseren pelzigen Helden erhielt Ratchet dank einer gut platzierten Kiste einen Brenner. Cool, ein Brenner! Vielleicht kannst du auf etwas schießen, um die Tür zu öffnen. Meine Sensoren zeigen an, dass da vorne... Hervorragend geschossen. Gemacht. Sperrt aus und findet ihn! Wir können nicht sein! Das ist ein Untergang, Lombard! Oh, Blank! Was machen die denn hier? Ich habe in meiner Datenbank Informationen, die dem Vorsitzenden Breck schaden könnten. Er muss mich bis zu deinem Planeten verfolgt haben, um sie zurückzubekommen. Ratchet musste schnell überlegen. Vielleicht würde ihm der Ziehhaken aus der Misere helfen. Jim, pass auf. Ich will, dass du die Werkstatt zuschließt und dich in die Bunker begibst. Ich komme schnellstmöglich nach. Geht klar, Ratchet. Ratchet war in schlechter Verfassung. Verletzt, verwirrt und alleine durchkämpfte er die Physil-Ebene auf der Suche nach Nanotech. Das waren dann wohl alle. X6Z genauer gesagt. Auch bekannt als das Transportschiff des Todes. Toll! Ratchet.
Auftrag bekommen und müssen nach einer Nebenmütze. Oh nein, die Blark greifen Grimms Werkstatt an. Grim, geht's dir gut? Mir geht's gut, Kleiner, aber ich mach nicht auf, wenn du rein ist. Halte durch, Grim, ich mach das. Transporter im Anflug geortet. Kampfbots! Ich bin unten im Bunker. Ratchet! Das sieht hier aus wie im Schweinestall. Überall zerlegte Waffen und Maschinenteile. Hattest du nicht schon letzte Woche klar Schiff machen wollen? Ja, tut mir leid. Ein Projekt hat mich aufgehalten. Anfängerhandbuch für Quantenstrahlmotoren. Wirf das einfach irgendwo hin. Ich habe ein Nebenzeit. Was ist das? Spaß mit Singularitäten und anderen Katastrophen. Alles klar, Grim. Die Luft ist rein. Kannst du aufmachen? Ratchet, was in Zonis Namen ist da gerade explodiert? Tut mir leid, Grim. Hör mal, mach mein Werkzeug bereit. Ich habe in der Wüste etwas entdeckt, das ich mir ansehen muss. Interessant. Was ist das für eine Fabrik? Das? Das ist nur eine Werkstatt. Hier habe ich schon als Kind gelebt. Komm, wir bringen dich auf Vordermann. Sehr merkwürdig. Ich empfange etwas von Ovalis. Es scheint eine Art Notrufsignal zu sein. Aber es wird offensichtlich von einem Blark-Signaldämpfer blockiert. Keine Sorge. Der Computer hätte uns gesagt, wenn wir in echter Gefahr wären. Tödlicher Unfall steht bevor. Jetzt letzten Willen und Testament aufzeichnen? Ich gebe zu, das klingt nicht vielversprechend. Es ist zwar beschädigt, aber ich habe schon Schlimmeres repariert. Komm schon, vielleicht kann uns in der Stadt jemand helfen.